Marzahn wird aktiv. Auch in diesem Jahr lud die Wohnungsgenossenschaft Friedenshort zum Familiensportfest in die Bruno-Baum-Straße 72 ein. Auf dem Gelände rund um die neu eröffnete Halle des Berliner Fechtsportzentrums wartete eine große Auswahl an sportlichen Aktivitäten, Vorführungen und Leckereien auf die Gäste. Ja, wir als Friedenshort sind sehr froh, hier in der Halle vom Fechtzentrum Berlin zu sein. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Mitglieder hier zum Sportfest kommen und viel Spaß haben. Und ob jung oder alt, am Freitag, den 20. September, war wirklich für jeden etwas dabei. Neben den vielen Stationen, an denen sich die Kleinen in verschiedenen Sportarten ausprobieren konnten, ist das Familiensportfest auch ein Ort der Begegnung für die Menschen aus der Marzahner Nachbarschaft. Die Sporthalle des Fechtzentrum Berlin e.V. ist ein Farbtupfer und ist eine Begegnungsstätte für eine lebendige Nachbarschaft. Das erleben wir heute hier. Ja, also ich finde es halt das Familienfest toll, so dass man hier so mit der Familie und Freunden halt so hingehen kann, viele Aktionen hier machen kann. Für die jüngeren Teilnehmer gab es beim Familiensportfest ein klares Ziel, mindestens 6 Stempel an den Stationen zu ergattern, denn dann gab es für die sportliche Leistung eine Goldmedaille. Was will man mehr? Ich habe die Medaille bekommen, weil ich 6 Sachen gemacht habe. Judo, Kletterturm, Fußball und noch andere Sachen. Bei all den Angeboten von Bogenschießen bis Klettern hatte natürlich jeder seine ganz persönliche Lieblingsstation. Also mir hat am meisten Spaß gemacht, das Pistolenschießen war sehr nice und tolles Fest hier. Heute hat mir am meisten Spaß gemacht, Fußball spielen, Judo machen, Kletterturm und Fechten. Und auch wenn so mancher nach all der Anstrengung erstmal eine Pause brauchte, langweilen musste sich niemand. Mit Aufführungen in der rhythmischen Sportgymnastik, dem Rollstuhlfechten oder im Judo konnte man das Familiensportfest auch in Ruhe genießen. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass die Generationen in der Familie auch übergreifend sich an Sport interessieren und hoffen natürlich sehr, dass auch die Sportvereine Nachwuchs bekommen und der eine oder andere vielleicht zum regelmäßigen Training hierher kommt. Definitiv ein rundum gelungenes Nachbarschaftsfest und der ein oder andere wird heute sicherlich auch eine Sportart gefunden haben, die er in Zukunft weiter verfolgen wird. Ganz nach dem Motto, Marzahn wird aktiv.